stell dir die Vase ins Arbeitszimmer. Lass bloß die Köpfe nicht hängen. Nicht für heute Abend. Die machen es doch nicht schlapp. Fertig. Schön. Omi hat sich für ihre erste Predigt in Köln eine volle Kirche gewünscht. Da mach dir mal keine Sorgen. Wenn es darum geht, Leute zu begeistern, hat sie was vom Rattenfänger von Hameln. Schade, dass sie wegzieht aus Indien. Ich dachte, du freust dich auf sie. Ruhig auch, aber es wäre cool, wenn wir sie besucht haben. Komm, lass uns gehen. Kann ich nicht doch mitkommen zum Flugplatz? Deine Orchesterprobe, was ist mit dir? Wenn du heute nicht spielst, dann kannst du beim Sommerfest nicht mitmachen. Deutschland, Herr Jula. Hätten Sie einen ganz kleinen Moment Zeit für ein Interview? Klar, geil. Für den nicht. Schön, dich zu sehen, Liebes. Mama, ich kann dich leider nur noch zu Hause absetzen. Entschuldigung. Frau Bergmann, Herr Jehuda möchte, dass Sie bei dem Gespräch dabei sind. Offenbar haben Sie ihn zu der Konzertreise überredet. Entschuldige, Liebes, ich dauert nicht lange. Ich bin gleich da. Mama, ich warte draußen. Mama, vor der Tür. Entschuldige, Yehuda ist einer der populärsten Sitar-Spieler Indiens. Der gesamte Erlös seiner Tournee kommt unserem Kalkutta-Projekt zugute. Er selbst stammt aus den Slums, daher hatte ich gute Karten, ihn zu gewinnen. Wir kommen heute Abend alle drei zu dir, Mama. Es ist alles vorbereitet, du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Ich habe gedacht, wir feiern deine Rückkehr bei dir, dann fühlst du dich gleich wie zu Hause. Oh. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch bei einem Anwalt, das könnte klappen und... Du arbeitest nicht mehr in eurer Kanzlei. Das war immer Wolfgangs Kanzlei. Ich habe deine Frachtkisten abgeholt. Und von den eingelagerten Möbeln nur das Nötigste. Taxi. Das ist schon in Ordnung. Du willst diesen Job, es geht um etwas. Ja. Würdest du jemanden einstellen, der daherkommt, als wäre er kurz vor einem Nervenzusammenbruch? Na also. Jetzt fährst du direkt zu dieser Kanzlei, trinkst in der Nähe einen Kaffee und atmest erstmal tief durch. Viel Erfolg, Liebes. Ich freue mich auf heute Abend. Mama. Das Schadetierte. Der Safran, ganz bestimmt nicht. Ach, danke, Mama. Ohne fremde Hilfe wäre Nahem Yehuda niemals dem Elend entkommen. Omi ist dran! Ich komme! Dein Termin heute Nachmittag, der war wohl nichts. Mit Saturn im Quadrat kann nichts klappen. Beeilt euch! Sofort! Auch niemals ein außergewöhnliches Talent entwickeln können. Ich finde das wunderbar, dass er sich einsetzt für Projekte, die anderen jungen Menschen in seinem Land helfen, ähnliche Chancen zu haben. Ich bitte Sie um finanzielle Unterstützung für unser Bildungsprogramm, das schon manchem Jungen Ihnen da geholfen hat. Ich sag's doch, der Rattenfänger von Hameln. Ist okay. Sarah, jetzt, wo ich weg bin. Da haben es meine Mitstreiter noch schwerer, die Gelder zusammenzubringen. Mama, es ist okay. Im Herbst übernehme ich eine Pfarrstelle der St. Lukas-Gemeinde hier in Köln. Das ist eine große Herausforderung für mich, auf die ich mich sehr freue. Ja, und dann habe ich endlich mehr Zeit für meine Familie. Und das hat mir meine Entscheidung leicht gemacht. Sie konnten mit Ihrer sozialen Arbeit den unterprivilegierten... Deine Entscheidung hat doch nichts mit uns zu tun. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du wieder Lust hattest auf sowas wie kulturelles Leben, auf Oper, auf Kino, auf ein gutes Essen, auf... Sarah, du weißt, dass ich mich immer danach gesehnt habe, teilzunehmen an eurem Leben. Und du denkst, das geht so einfach? Nein.
Einfach bestimmt nicht. Ich will nicht, dass du dich einmischst in unser Leben. Das hatte ich auch nicht vor. Du kannst doch gar nicht anders. Mama, immer musst du streiten. Schon gut. Komm, lass uns essen. Mit oder ohne Papa? Papa kommt doch gar nicht. Das ist doch verständlich, dass du nervös bist, Sarah. Es hat nicht geklappt mit dem Job. Na und? Es findet sich eine andere Gelegenheit, eine bessere. Hör auf. Du weißt nicht, wovon du redest. Dann erkläre es mir. Damit ich mich wieder wie ein Versager fühle? Ich kenne deine Sprüche. Wer will, der kann. Ich will, aber das reicht im Augenblick nicht aus. Schatz. Und versuch ja nicht, Biggie auf deine Seite zu ziehen. Aber davon war nie die Rede. Natürlich hätte ich mich gefreut, mit Biggie Zeit zu verbringen, aber wenn du das nicht willst... Ja, ich will es nicht. Und weißt du auch, warum? Ich muss ja 36 Jahre lang mit einer Mutter zurechtkommen, der das Wohl der Menschheit mehr am Herzen lag als das der eigenen Familie. Jetzt hör auf mit dem Unsinn! Warum bist du nicht mit Papa zurückgegangen nach Deutschland? Meine Ehe war längst am Ende, das weißt du ganz genau. Und warum hast du nicht gekämpft? Ich würde niemals Biggie zumuten, dass sie ohne ihren Vater groß wird. Auch wenn es dir nicht so vorkommt, bei all meinen Entscheidungen habe ich in erster Linie immer an dich gedacht. Und warum hast du mich dann in Internate abgeschoben? Ja, ich war doch dauernd unterwegs und ich wollte, dass du eine anständige Schulbildung hast. Hast du dir eigentlich mal überlegt, dass ich vielleicht viel lieber in einem x-beliebigen Hinterhof in Köln groß geworden wäre? Mit stinknormalen Freunden? Hast du jemals darüber nachgedacht? Wir sind gleich zu Hause. Tut mir leid, Mama, ich hab's nicht so gemeint. Wolfgang? Oft bleibt du die ganze Nacht weg. Und morgens kommst du nur nach Hause, um deine Kleider zu wechseln. Wie lange geht der schon? Schmeiß ihn raus. Ich bin nicht wie du, Mama. Du erkennst ein Problem und löst es. Gute Nacht. Gute Nacht, Liebes. Guten Tag. Guten Tag. Das ehrt mich, dass Sie sich persönlich Zeit für mich nehmen. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir die Gemeinde anvertrauen, in der ich als junge Vikarin begonnen habe. Ich wollte Ihre Rückkehr aus Indien abwarten, um Ihnen seinen Vorschlag persönlich zu unterbreiten. Dr. Kläuber, den Leiter der Diakonie, kennen Sie ja bereits. Sie werden eng mit ihm zusammenarbeiten. Ach, engagiert sich die Lukas-Gemeinde jetzt auch im Rahmen der Diakonie? Es geht nicht um dieses Pastorat. Wir haben Ihnen etwas viel Interessanteres anzubieten. Es ist bekannt, dass unsere Einnahmen über die Kirchensteuer dramatisch zurückgehen. Deshalb wollen wir eine Abteilung aufbauen, die sich um gezieltes Sponsoring bemüht. Und Sie sollen dieses Amt leiten. Was sagen Sie dazu? Uns ist nicht entgangen, dass Sie eine außergewöhnliche Begabung besitzen, die Hilfsbereitschaft der Menschen, sagen wir mal, freizulegen. Aber nur, wenn es darum geht, einen konkreten Plan zu verwirklichen. Geldbeschaffung war für mich immer nur eine Notwendigkeit. Ich brauche den Kontakt zu den Menschen, für die ich mich engagiere. Entschuldigen Sie, aber ich sehe mich nicht auf einem Verwaltungsposten. Ist denn das Pastorat schon anderweitig vergeben? Wir konnten einen jungen, engagierten Kollegen für dieses Amt gewinnen. Bitte überlegen Sie sich unser Angebot in aller Ruhe. Ich bin sicher, dass Sie Ihren neuen Aufgabenbereich glänzend bewältigen werden. Auf Wiedersehen. Sie verstehen, dass das etwas überraschend für mich kommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Ihnen jetzt zumute ist. Ich habe da eine Idee, die ich allerdings erst mit dem Superintendenten besprechen muss. Könnten Sie vielleicht morgen in mein Büro kommen?
Kennen Sie das Sauerland? Genau gesagt, das Hochsauerland. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Nein, nur für eine Durchreise. Aha. Das hier ist Walbeck. Das Pastorat dort ist seit circa 2 Jahren verwaist. Momentan wird die Gemeinde durch den Pastor der nächsten Kreisstadt mitbetreut. Senden. Hier. Es funktioniert irgendwie. Und wo ist das Problem? Problem halte ich für übertrieben. In unmittelbarer Nähe liegt ein ehemaliges Landschulheim, was uns von Lokalpolitikern als Übergangsstation für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt worden ist. In letzter Zeit stand es leer, aber in ungefähr 4 Wochen werden wir dort Flüchtlinge aus Schwarzafrika unterbringen müssen. Dem Superintendenten wäre sehr viel wohler, wenn bis zu spätestens diesem Zeitpunkt ein Pastor vor Ort wäre. Das wäre genau Ihr Posten, Carla. Ich kann mir die Gemeinde ja mal ansehen. Alte. Da musst du durch. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's jetzt zum Pharo? Gleich rechts und dann immer geradeaus. Sind Sie der Küster? Ja. Carla Bergmann. Kessler. Guten Tag, Frau Pastorin. Alles ist bestens in Schuss. Wir können sofort loslegen. Das ist das Büro. Und der erste Stock ist dem Pastor vorbehalten. Der Pastorin, wollte ich sagen. Entschuldigung. Kann ich mir heute noch das Landschulheim anschauen? Morgen. Der Verantwortliche vom Sozialamt wird dabei sein.
Wenn du nochmal so spät kommst, kriegst du kein Pfennig mehr hier für den Job. Wie gearbeitet ich für trotzdem. Jetzt mach mal drei Pilz. Entschuldigung, es macht mich nervös, wenn Sie... Dann setz dich doch gleich zu uns. Danke. Aber ich wollte sowieso gerade gehen. Ich habe aufgeschrieben, wer gewinnt. Wenn sie recht hat, zahlt der Gewinner den nächsten Schnaps. Sag Werner, schon Feierabend? Komm her, setz dich, das Spiel fängt gleich an. Du, die Wetten laufen noch. Danke, aber Elke wartet mit dem Essen. Markus. Ihr habt ein verdammtes Schwein. Olli hätte sich alle Knochen brechen können. Ich warne dich, Markus. Diese idiotischen Mutproben hören sofort auf. Wenn nicht, bist du dran. Jugendknast ist kein Zuckerschlecken. Hey, Markus hat ja den ganzen Nachmittag mit mir Bierkiste. Lass das, Elfriede. Markus war mit seinem Kumpel am Steinbruch. Schönen Abend allerseits. Ich tippe 2-1 für uns. Los, verzieh dich auf dein Zimmer, aber schnell. Aber ab sofort keine Spritze mehr für irgendwelche Autorennen. Du hast versprochen, dass ich am Wochenende zum Nürburgring. Und du hast versprochen, dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen. Gute Nacht. Ich habe schon richtig gesehen. Ich habe gerade gebetet. Das tue ich öfter. Ja? Nicht so gut wie nie. Dann haben Sie einen Grund dafür. Ja, stimmt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und das fällt mir verdammt schwer. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Guck Sie sich, ich weiß ganz genau, was die richtige ist. Naja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen. Danke, Ihnen auch. Weiß gewinnt in 3 Zügen. Sie hatten recht, Respekt. Danke. Ist ein bisschen früh für Sightseeing. Morgenstund hat Gold im... Schon klar. Das eigentliche Juwel dieser Kirche befindet sich hier oben. Ja, es ist ein Jammer, dass dieses Prachtstück nicht mehr zum Einsatz kommt. Hier fanden mal hochkarätige Konzerte statt, der besonderen Akustik wegen. Aber eine Orgel lässt sich doch reparieren. Theoretisch ja. Aber es fehlen einige der historischen Pfeifen. Geklaut? Ja, sieht so aus. Und wenn es überhaupt gelingt, Ersatz zu finden, dann wird das auch noch richtig teuer. Und wer soll das bezahlen? Das Amt für Denkmalpflege fühlt sich nicht zuständig für die Instandsetzung. Ja, vielleicht macht es jemand, der sich beim lieben Gott einschmeicheln will. An diese Währung glaube ich nicht. Das sollten Sie aber. Ich muss jetzt gehen. Vaya con Dios. Ich hoffe doch. Eigentlich ist es mein Spruch. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Klaus Pfeiffer. Carla Bergmann. Sobald die Afrikaner hier sind, werde ich jeden Tag im Haus sein. Kommen Sie bitte.
Vielleicht können wir die jungen Leute überreden, sich weiterhin hier zu treffen. Ganz offiziell. Das wäre sicher gut für die Integration der Afrikaner. Carla Bergmann? Carla. Ich habe gehört, Sie sind im Boot. Das ist wunderbar. Ich werde sofort im Kirchenamt Bescheid sagen. Dann fordern Sie auch gleich die nötigen Mittel an, damit wir das Haus in einen menschenwürdigen Zustand bringen können. Wir haben gerade noch 4 Wochen Zeit. Also für die Instandhaltung ist der Landkreis zuständig und die Betreuung der Afrikaner vor Ort ist Sache des Sozialamtes. Ich soll doch auf ein harmonisches Miteinander zwischen Fremden und Einheimischen hinarbeiten. Das war doch so. Richtig. Wie soll ich denn die Leute zu tolerantem Verhalten bewegen, wenn schon die Verantwortlichen durch die Unterbringung demonstrieren, dass die Asylbewerber bestenfalls geduldet sind? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Haus in einem derart katastrophalen Zustand sein soll. Ist es? Wiederhören. Welche Chance haben wir, dass die Stadt finanziell mitzieht? Na, ich schätze, dass wir da auf Granit beißen. Mama? Mama! Ich bin hier, Sarah. Mama, warum sitzt du denn im Dunkeln? Ich war gestern schon mal hier. Ich habe eingekauft, der Kühlschrank war leer. Alle Sachen, die du magst. Frische Ananas, Feigen, Käse, Mousse Schokolade. Nimm das wieder mit, bei mir wird's nur schlecht. Mama, bist du etwa auf Diät? Du, wir mögen dich doch so, wie du bist, so knuddelig. Weißt du was, ich kann's immer noch nicht glauben, Wolfgang fährt mit uns nach Korsika. 3 ganze Wochen Süden, Sonne, Meer. Wünsch mir Glück, vielleicht wendet sich ja noch alles zum Guten. Tschüss. Und pack die Kisten aus. Mach ich, sobald sie in meiner neuen Wohnung sind. Was hast du gesagt? Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Was sind das für Probleme? Man hat die Pfarrstelle anderweitig besetzt. Seit gestern bin ich Pastorin einer kleinen Gemeinde im Sauerland. Wahlbeck heißt der Ort. Aber sie können doch nicht so einfach. Doch, sie können. Es war längst beschlossene Sache. Man hat mir statt der Lukas-Gemeinde einen Verwaltungsposten angeboten. Und du gehst lieber in einen Ort, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen? Den Spruch, den wollte ich immer schon mal überprüfen. Dein Entschluss steht also fest. Ich hatte keine Wahl. Diese Herren haben mir doch tatsächlich so etwas angeboten, wie ein Geldeintreiber von Gottes Gnaden zu werden. Mama. Och. Mach dir keine Sorgen. Sieh zu, dass euer Urlaub ein voller Erfolg wird. Du schaffst das. Und du kommst zurecht? Das weißt du doch. Warte, lass dir erst mal vorbei. Nein, darf ich das zahlen? Warte doch mal. Eine brechenvolle Kirche. Wenn das mal kein frommer Wunsch bleibt. Könnt ihr nicht wenigstens warten, bis ich meine Sachen aus dem Haus geschafft habe? Lass doch erst das Sofa runter. Vorsicht, bitte. Diese Dame soll nicht auf die Idee kommen, auch noch die Kolibris rauszuwerfen. Vorsicht. Richten Sie das aus. Die Dame hat es gehört. Frau Pastorin, das ist Professor Bechtolzheim. Wir kennen uns. Wenn man das so sagen kann. Als dann. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft? Ja. Der Professor restauriert seit 2 Jahren die Abtei. Wir sind fast fertig damit. Er ist sauer, dass er jetzt noch umziehen muss. Ich habe das nicht veranlasst. Wahrscheinlich wollte die Kirchenverwaltung Ihnen keinen Untermieter aufzwängen. Das Dachgeschoss gehört zu Ihrer Wohnung. Und wer sind die Kolibris? Sui Lee und ihre Familie. Ihr Mann arbeitet als Koch in Senden. Von dem sollen Sie sich mal bekochen lassen. Er ist ein Genie in seinem Fach. Frau Pastorin, das schickt der Bürgermeister. Er wäre gern selbst vorbeigekommen, schafft es aber nicht. Das ist aber nett. Dankeschön. Ach ja, toll, du bist zum Zirkus. Das versuche ich jetzt auch mal. So, alles guckt bitte. Der große Künstler. Ich glaube, ich bleibe doch lieber bei meinen Leisten. Ich schäme mich ganz furchtbar. Gute Nacht, gute Nacht. Guten Abend, wir kennen uns noch nicht.
Ich bin Carla. Nobu Makayao. Alles in allem sind es 1903 Gemeindemitglieder. Das ist der harte Kern. Mit denen können wir rechnen. Und wie viele kamen für gewöhnlich in den Gottesdienst? 40. 50 mindestens. Und die fahren jetzt jeden Sonntag nach Sinnen? Hat sich so eingespielt. Aber der Pastor dort hat schon verkündet, dass bei uns wieder Gottesdienste stattfinden. Was halten Sie davon, wenn wir die Gemeindemitglieder am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst ins Pfarrhaus einladen? Wunderbar. Mit wie vielen können wir rechnen? Hab ich gleich. Pass doch auf, tu ich doch. Heb an. Ja, ich bin's. Sag mal, wie viele von uns fährst du im Moment zum Sonntagsgottesdienst nach Senden? Ja, das war's schon. Danke, Rainer. 40 bis 50. Kinder eingeschlossen. Und wenn wir einen Rundbrief schreiben? Der wäre am Wochenende bei allen in der Post. Sicherer wäre, wenn Sie die Leute persönlich einladen. Zusätzlich, meine ich. Und wie soll das gehen? Heute ist im Gasthaus eine Bürgerversammlung. Geh du rum. Da gehen alle hin. Heute sicher. Die Gerüchte über die neue Autobahn haben Sie alle aufgeschreckt. Jeder, der behauptet, die Trasse ist beschlossene Sache, lügt! Ich kann nur hoffen, dass was wird aus dem Projekt. Klar! Der größte Teil der geplanten Strecke führt an eurem Schieferbruch entlang. Du bist doch der Einzige, der an der Autobahn verdient, und zwar satt. Dass die Autobahn die ganze Gegend abwertet, ist dir scheißegal. Nichts mehr mit Idylle pur, Urlaubsparadies und so weiter. Ich schlage vor, wir unterbrechen erstmal die Sitzung. Und ihr informiert euch erstmal zur Sachlage. Material dazu liegt aus. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Mein Name ist Carla Bergmann. Ich danke Ihnen für Ihren Willkommensgruß. Aber das war doch selbstverständlich. Darf ich etwas sagen? Aber natürlich, das ist doch eine Bürgerversammlung. warten Sie, einen Moment. Einen Moment noch. Ruhe! Ruhe! Ich möchte Ihnen Carla Bergmann vorstellen, unsere neue Pastorin. Mein Amt beginnt zwar erst im Herbst, aber ich stehe Ihnen schon jetzt mit all meiner Kraft zur Verfügung. Zusammen mit dem Innenminister. Nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst findet im Pfarrhaus ein kleines Fest statt. Sie sind alle herzlichst eingeladen. Nicht nur die Mitglieder meiner Gemeinde. Und bei der Gelegenheit möchte ich Sie auf die Ankunft einer Gruppe von Afrikanern einstimmen, die Ende des Monats das Landschulheim beziehen. Spenden sind uns natürlich willkommen, wie Hausrat, Kinderspielzeug, Babysachen. Ja, ich danke Ihnen, das war's schon. Bis Sonntag! Ist was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Danke. Danke Ihnen. Also, dann. Junge, Junge, du bringst mich noch ins Grab. Du kannst doch nicht zwei Tage spurlos verschwinden. Weißt du, was ich Papa gesagt habe? Ich habe gesagt, dass du Tante Martha bei der Ernte geholfen hast und dass du da übernachtet hast. Hast du mich gehört? Das war geil. Markus durfte sich sogar einen Rennwagen setzen. Stecken Sie jetzt das im Alten von Markus? Was soll ich ihm stecken? Es segne und behüte euch und eure Lieben und seine ganze Welt, der barmherzige, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Könnt ihr was singen? Was Heiliges? No, nicht unbedingt. Mayahi. Das kenne ich nicht, aber kannst ja mal singen. Ich versuche mitzusingen. Hm? Oder traust du dich nicht? Mayahi, Mayaho, Mayaho,
Maya ho ho, Maya hi, Maya ho, Maya ho, Maya ho ho, Maya hi. Und lasst euch den Kuchen nicht entgehen. Ich gehöre zum Kirchenvorstand. Carla Bergmann, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auch. Meine Mitstreiter sind leider in Ferien oder haben sich bereits in Senden engagiert. Sie brauchen mich nicht zu schonen. Die gesamte Gemeinde ist weggeblieben. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Tja, da hat mein Auftritt bei der Bürgerversammlung wohl einige verschreckt. Fast alle haben dagegen protestiert, dass schon wieder Asylbewerber hergeschickt werden. Durch Eingaben bei der Stadt, durch Unterschriftensammlungen. Tja. Da bin ich wohl mit der Tür ins Haus gefallen. Sie müssen das Fenster zumachen, sonst werden Sie von Mücken gefressen. Das würde den Tierchen schlecht bekommen. In meinem Blut ist immer noch ein tödlicher Cocktail von Impfstoffen gegen so ziemlich jede Tropenkrankheit. Oh, das klingt nach einem abenteuerlichen Leben. Abenteuerlich nicht. Spannend, ja. Rechts oder links? Rechts. Weiß eröffnet. Das ist ziemlich futuristisch für eine alte Abtei. Die Bedingung war, dass die historische Fassade nicht verändert wurde. Und was wird es? Ein Ausstellungsraum, der Abt will seine wirklich kostbare Bibliothek der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Vitrinen sind für die Bücher und in den Boxen kann man sie auf Video Seite für Seite durchblättern. Gewinnen Sie immer? Meine Tochter behauptet es, aber der heutige Tag beweist das Gegenteil. Sie meinen beim Schach? Na klar. Die Kirche war leer? Fast. Nehmen Sie es sportlich. Das heißt, ich muss jedes Gemeindemitglied höchstpersönlich mit dem Lasso einfangen. Stell mir das gerade bildlich vor. Sie verlieren schon wieder. Das kann nicht sein. Doch, Sie werden sehen. Menschenskind, Sie spielen verdammt gut. Haben Sie noch mehr so Trümpfe im Ärmel? Soll ich Sie gewinnen lassen? Ja, aber so, dass ich es nicht merke. Guten Tag, Frau Berner. Ah, Frau Pastorin. Kann ich mit Ihnen sprechen? Man muss rein, das Wetter schlägt um. Ist das da drüben Lena? Ich möchte Sie zum Konfirmandenunterricht einladen. Ich brauche die Lena auf dem Feld. Kinder sind grausam. Man wird Lena zur Außenseiterin abstempeln, wenn sie dem Unterricht fernbleibt. Ich könnte mich um Ersatz bemühen. Für die Stunden, die Lena ausfällt. Leute aus dem Dorf könnten... Mein Mann will nicht, dass wir uns helfen lassen. Aber es geht doch in erster Linie um Lena. Musik.
Tag, Frau Pastorin. Ich war vorgestern auch in der Bürgerversammlung. Ist ein Wunder, dass man Sie nicht geteert und gefedert hat. Soll ich vielleicht ein Stückchen mitnehmen? Sieht man mir an, dass ich fix und fertig bin. Das haben Sie jetzt gesagt. Rolf Kottenburg. Wie das Bier, das man hier überall trinkt? Genau so. Wenn Sie möchten, lade ich Sie gerne auf ein Glas davon ein. Direkt vom Ursprung. Um Gottes Willen. Alkohol würde mir jetzt den Rest geben. Dann kredenze ich Ihnen etwas. Dazu können Sie gar nicht Nein sagen. Aber lassen Sie sich einfach überraschen. Danke. Zwei Stunden Feldarbeit für meine erste Konfirmandin. Klingt für mich nach einem reellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur habe ich leider nicht die Kondition, sowas durchzuhalten. So. Auf geht's. Das hier ist reines Quellwasser. Es kommt aus der Quelle, mit dem die Erfolgsgeschichte unseres Biers begann. Mein Großvater war der Überzeugung, dass man nur mit dieser Art der Kühlung die Temperatur des Wassers erreicht, mit dem es auch aus der Erde sprudelt. Köstlich. Das hier, das ist mein Großvater. Was Sie hier sehen, das sind 6 Generationen von Braumeistern. Wir beliefern Königshäuser, Regierungspaläste. Und wo hängen Sie? Ich bin das schwarze Schaf. Meine Eltern, die sind vor 2 Jahren verunglückt und dann war es natürlich selbstverständlich, dass ich den Laden hier erstmal am Laufen halte. Und wo liegt Ihre wirkliche Leidenschaft? Forschung, Wissenschaft. Ich bin Chemiker. Aus Tradition habe ich zwar auch den Beruf des Braumeisters gelernt, aber danach konnte ich dann studieren, was ich wollte. Ich muss leider weg. Der Abt erwartet mich. Es ist eine Art Einstandsbesuch. Bis jetzt kenne ich meinen Amtskollegen nur als ausgebufften Schachspieler. Es gibt nichts, was Bruder Lorenz nicht weiß. Hey! Und, alles okay bei dir? Jo, alles klar. Vergiss nicht, den Ölwechsel bei meinem Jaguar zu machen, ja? Okay, mach ich. Das ist Markus. Er hält meine Autos in Schuss. Das ist ein Genie, was da reingeht. Der Markus vom Wirtshaus? Ja. Sein Vater will unbedingt, dass er Hotelier wird. Aber alles, was er werden will, ist Rennfahrer. Trägt das ganze Geld, das er bei mir verdient, auf die Guckertbahn. Und das wird ein Rennfahrer. Ich habe Sie hierher gelockt, weil ich Sie mit dem Wunder unserer Bibliothek beeindrucken will. Ich habe schon gehört, dass Sie mächtig stolz darauf sind. Stolz. Mich erfüllt eine tiefe Dankbarkeit, dass ich der Hüter und Wahrer dieser Schätze bin, die unser Orden über die Jahrhunderte zusammengetragen hat. Geraubt, ergaunert, erpresst wäre zutreffender. Gerettet, gepflegt, gewahrt ist der zutreffende Ausdruck. Aber in diesem Fall heiligt der Zweck auch drastische Mittel. Wenn Sie schon so denken, Hochwürden, warum überlassen Sie dann dem jungen Kottenburg nicht endlich die Braugeschichte, auf die er so scharf ist? Weil er sie sofort verkaufen würde. Das wird nicht passieren. Nun, die Brauerei verkauft er. Er will, glaube ich, alles verkaufen und das Geld in seine Forschungen stecken. Aber dieses Buch will er nie aus der Hand geben. Er hat seinem Großvater in die Hand versprochen, diese Fibel zu erwerben, kostet es, was es wolle. So redet dieser Mensch seit Monaten auf mich ein. Ich kenne diesen jungen Mann, zwar nur flüchtig, aber ich habe das Gefühl, dass Traditionen ihm sehr viel bedeuten. Aha, eine Verschwörung. Ich wollte nur 2 Menschen zu ihrem Glück verhelfen. Sie brauchen das Geld, um ihre Vision zu verwirklichen. Und Rolf braucht das Buch für seinen Seelenheil. Ich werde drüber nachdenken. Den Satz kenne ich. Wenn es Sie interessiert, ich könnte Ihnen ein paar Briefe von Ihrem Luther zeigen, in denen er zum ersten Mal seine ketzerischen Gedanken formuliert. Ja, gerne. Und ich hatte gedacht, Sie seien gekommen, um meine restauratorischen Fähigkeiten zu bewundern. Gehört der Chor auch zur Abtei? Ja, das ist auch eins unserer Wunder. Würden Sie auch einen kleinen Ketzer aufnehmen? Wenn er Stimme hat. Haben Sie einen bestimmten Ketzer im Auge? Nein, im Ohr. Abend. Hallo. Das hier müssen Sie gesehen haben. Es sind die ersten überlieferten Aufzeichnungen des Bierbrauens. Hat der Abt sich also doch einen Ruck gegeben? Hallo. Ach so, Sie haben ihn überzeugt, dass es bei mir in guten Händen ist. Das war der Professor.
Eigentlich bräuchten wir keine Expertise erstellen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Argus-Augen des Abtes eine Fälschung entgangen wäre. Das ist nicht für mich. Das ist für künftige Generationen. Oh, so kenne ich Sie ja gar nicht. Naja, das hat wohl was mit den Verkaufsverhandlungen zu tun. Sie machen also ernst? Jedenfalls möchte ich mich für Ihre Fürsprache revanchieren. Zu treuen Händen. Guten Morgen. Warum haben Sie denn nicht geläutet? Kommen Sie doch rein. Es geht nicht. Ich muss ins Sägewerk. Mein Name ist Berner. Sie waren gestern bei meiner Frau auf dem Feld. Seitdem heult sie nur noch. Reden Sie ihr kein schlechtes Gewissen ein. Ohne die Hilfe der Kinder, da kommen wir nicht über die Runden. Mir wäre das anders auch lieber. Lassen Sie meine Familie in Ruhe. Tut mir leid, wenn Sie meinetwegen Ärger hatten. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie sich von mir nicht bedrängt fühlen würden. Der Lena liegt viel drin, dass sie konfirmiert wird. Das wusste ich nicht. Ich könnte herkommen und Sie unterrichten. Sie geht wie alle anderen zu Ihnen ins Pfarrhaus. Ein Kleid für die Konfirmation. Das nähe ich ja auch. Dankeschön. Hier. Genauso. Sie wird hübsch drin aussehen. Darf ich Sie etwas fragen? Was machen Sie eigentlich, wenn Sie die Kinder in die Kirche gebracht haben? Sagen Sie ruhig abgestellt. Leg mich ins Gras. Und im Winter steige ich auf den Hochsitz und halt still. Oder sehe zu, wie der Schnee fällt. Ich mag mein Leben. Mein Mann ist ein guter Mann. Auch wenn er nicht will, dass wir in die Kirche gehen. Carla, wir haben ein Problem. Und das wäre? Das Geld vom Sozialamt hat gerade eben gereicht, um das Haus zu reinigen und zu streichen. Zumindest müssen die Toiletten und die Kochstellen funktionieren. Carla Bergmann, ich hätte gern Herrn Dr. Kläuber gesprochen. Die Bettgestelle könnte ich von einem Notlazarett abzwacken, das noch nicht abberufen worden ist. Die Matratzen auch. Ja, sagen Sie ihm doch bitte, er möchte mich heute noch zurückrufen. Ja, danke. Bis auf dem offiziellen Wege Gelder fließen, da sind unsere Afrikaner längst eingezogen. Wie viel Geld brauchen wir genau? Sehr viel mehr, als wir im Moment in Aussicht haben. Am Stadtbauamt bin ich abgeblitzt. Also muss ich wohl doch in die Höhle des Löwen. Ja, da kann ich doch nichts machen, ne? Wir müssen halt früher kaufen. Ich bin doch nicht euer Kindermädchen hier im Dorf. Also wirklich wahr. Guten Abend. Dürfte ich mich vielleicht einen Moment zu Ihnen setzen? Nur zu. Dankeschön. Mir ist inzwischen klar geworden, dass ich Sie vor den Kopf gestoßen habe. Sie sind uns in den Rücken gefallen. Trotzdem bitte ich Sie, mit mir gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen. Das Beste wäre, wenn diese Afrikaner hier erst gar nicht auftauchen würden. Als es damals so ein Profilneurotiker dieses Pack aufgeheißt hat, da ging es bergab mit dem Fremdenverkehr. Jetzt haben die Leute einigermaßen vergessen, dass es hier so eine Einrichtung gibt und dann kommen Sie uns in die Quere. Wir haben schon genug Stress, damit die Autobahn abzuschmettern. Das Landheim liegt an einem der schönsten Wanderwege dieser Gegend. Kein Mensch traut sich da mehr mit Kind und Kegel vorbei, wenn irgendwelche verwahrlosten Gestalten herumlungern. Und damit genau das nicht passiert, brauche ich Ihre Unterstützung, moralisch und auch finanziell. Zuerst müssen wir das Haus in einen menschenwürdigen Zustand bringen. Je selbstverständlicher wir die Fremden behandeln, desto selbstverständlicher werden sie sich einordnen. Brauchen Sie wieder ein Erfolgserlebnis für Ihren nächsten Auftritt im Fernsehen? Pastorin Bergmann, der Engel der Asylanten. Nicht auf unsere Kosten. Und wenn Sie uns alle für reaktionär und borniert halten, es geht hier nicht um die Optik. Hinter der Abwehr dieser Leute steckt tiefe Angst. Diese Afrikaner sind auf der Flucht vor einem Bürgerkrieg in ihrem eigenen Land. Wer weiß, ob sie ihre Horrorerlebnisse nicht hier abreagieren. Das ist doch blanker Unsinn. Sie sehen doch, dass es hier nicht um die Meinung eines Einzelnen geht. Wir alle wollen diese Leute nicht hier haben. Von uns können sie keine Unterstützung für ihre Mission erwarten. Schade. Frau Pastorin. Sie schulden mir noch Revanche. Ja, ich setze gerne eine Runde aus. Nach einer Niederlage würde ich nicht verkraften. Dann gönnen Sie sich einen sicheren Sieg. Sie wissen doch, dass Sie uns haushoch überlegen sind. Eine Partie, bitte.
Sie können das Feld jetzt nicht einfach räumen. Machen Sie es diesen Sturköpfen nicht so leicht. Bleiben Sie gelassen. Was möchten Sie trinken? Rotwein. Markus. Markus, ich würde dir gerne einen Vorschlag machen. Ich soll nicht mit den Gästen quatschen. Rotwein, Markus. Schlaf dich erstmal richtig aus. Ist deine Mutter noch nicht wach? Doch, sie holt Brötchen. Darf ich Papa jetzt nie wiedersehen? Vicky, natürlich darfst du ihn wiedersehen. Moment mal! Entschuldigung, dass ich die Tür aufgerissen habe. Was macht denn so ein Paradiesvogel wie Sie hier in unserem Nest? Komplimente sind nicht Ihr Ding, was? Wenn mich ein Provinzfrockel als Paradiesvogel bezeichnet, würde ich das willkommen als Kompliment verbuchen können. Wenigstens neue Texte könnten sich diese Schmierfinken einfallen lassen. Verstehen werde ich diese Leute nie. Aber ärgern wir uns nicht. Irgendwann geht denen die Farbe aus. Mama? Guten Morgen, Sarah. Mama, könnten wir eine Weile bei dir wohnen? Aber natürlich könnt ihr bei mir wohnen. Die Wohnung gehört dir doch ohnehin eines Tages. Nein, ich meine nicht Köln. Ich meine hier bei dir. Solange, bis ich einen neuen Job und eine Wohnung gefunden habe in der Nähe. Ist das wahr? Du willst hierher aufs Land ziehen? Meinst du das ernst? Bitte ernst. Das bitte lass mal weg. Die Dachwohnung steht leer. Separate Eingang. Ich möchte das nur für den Übergang. Mama hat alles verpatzt mit Papa. Ich glaube zwar nicht, dass es noch irgendwas zu verpatzen gab, aber vielleicht hast du ja recht. Biggie. Da unten ist ein Mädchen. Das heißt Mee. Sie wohnt hier im Haus. Und mit der kannst du spielen. Sarah, was ist los? Wolfgang hat sich für seine Freundin entschieden. Sie erwartet ein Kind von ihm. Sie ist ihm nachgerast und hat ihm das Messer auf die Brust gesetzt, entweder sie oder wir. Er hat sich eben für sie entschieden. Aber weißt du, so absurd das klingt, ich sehe das als Chance für einen Neubeginn. Nur Biggie. Ich habe dir jahrelang vorgeworfen, dass ich ohne Vater groß werden musste und jetzt mute ich ihr das Gleiche zu. Mama, ich schaff das nicht alleine. Ich auch nicht. Ja, du hast richtig gehört. Es läuft nicht so, wie du dir es vorgestellt hast? Zum Glück habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt. Aber die Leute lehnen mich ganz offensichtlich ab. Ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Was ich auch tue, ist... Es ist das Falsche. Ich habe keinen Zugang zu Ihnen. Frau Pastorin! Schnell, meine Frau! Ich komme! Schau dir inzwischen die Dachwohnung an. Thank you.
Vicky? Glaub mir, Vicky. Für deinen Vater und für mich bist du das Wichtigste auf der Welt. Es gibt niemanden, den wir mehr lieben. Und wenn Papa nicht mehr bei uns bleiben will, dann hat das nichts mit dir zu tun. Papa fehlt mir sehr. Ich weiß, meine Kleine. Frau Bergmann, fassen Sie sich kurz. Kommen Sie mit raus. Ist nackt hier zu Hause. Warten Sie draußen. Ganz ruhig. Kümmern Sie sich um die Kinder, wenn es schlimm ausgeht. So was dürfen Sie nicht einmal denken. Ich verlasse mich auf Sie. Ich habe sonst niemanden, den ich darum bitten kann. Schon wieder. Wie haben Sie mich gefunden? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe Sie überhaupt nicht gesucht. Schade eigentlich. May, weißt du, wo dein Vater ist? Ich muss dringend mit dem reden. Nein, aber ich schicke das aus. Okay. Wissen Sie, Ihr Vater kocht für mich. Sie lassen sich einen eigenen Koch? Ist das nicht ein bisschen dekadent? Zu meiner Ehrenrettung. Er kocht nur für mich, wenn ich Geschäftspartner erwarte. Mit seiner Kunst macht er den Leuten auch die bittersten Verträge schmackhaft. Rolf Kottenburg. Sarah Mertens. Ich wohne hier vorübergehend bei meiner Mutter. Aha. Was heißt aha? Ihre Mutter mag mich. So. Zeigst du mir, wie man Cello spielt? Klar. Cool. Und du zeigst mir, wie man jongliert? Klar. May geht ab Herbst auch ins Gymnasium. Wir können zusammen in die Schule fahren. Klingt gut. Und später machen wir beide mal einen Zirkus auf. Was ganz Tolles. Klassik und Akrobatik. Wenigstens hast du klare Vorstellungen von deiner Zukunft. Das kommt bei dir auch noch. Du? Das Baby ist da. Meine Frau hat alles gut überstanden. Den haben die Kleinen für sie gebastelt. Oh, danke. Wollen Sie nicht ein bisschen bleiben? Es geht leider nicht. Meine Frau lässt fragen, ob Sie unseren Kasper taufen würden. Mit großer Freude. Ich will wirklich nicht Ihre Kreise stören, aber das hier ist meine Hausstrecke, Ehrenwort. Wenn ich es ja nicht stört. Das will ich jetzt nicht sagen. Meine Mutter hat mir den Weg hier empfohlen. Die Aussicht sei Seelenbalsam. Und? Ist was Wahres dran. Schön, dass Sie kommen konnten. Die Installateure liegen gleich los. Wem haben wir das denn zu verdanken? Hat mein Anruf im Kirchenamt tatsächlich was bewirkt? Nein, das wüsste ich. Offensichtlich steckt der Professor dahinter. Irgendjemand schuldet ihm noch einen Gefallen. Dann weiß ich Bescheid. Das sieht so aus, als würden wir rechtzeitig fertig. Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Danke, lieber Gott. Hallo, Markus. Keiner da. Ich will zu dir. Ich möchte dir und deinen Freunden den Schuppen hinterm Pfarrhaus anbieten als Treffpunkt. Neben der Kirche? War nur ein Vorschlag. Markus, soll Rolf Kottenburg mal mit deinem Vater sprechen? Der kann ihm am ehesten klar machen, wie viel du von Autos verstehst. Bloß nicht, das wird alles noch viel schlimmer machen. Für meinen Vater ist es sonnenklar. Ich übernehme die Kneipe und damit basta. Der Küchengestank, der Gestank von kaltem Rauch, von Bier. Lieber hänge ich mich auf. Aber der Gestank von Benzin und Schmieröl ist besser. Hm? Verarschen kann ich mich alleine. Kasper Sebastian Berner, ich taufe dich im Namen des Vaters.
Sohnes und des Heiligen Geistes. Für das schöne Fest. Aber nicht doch, ich habe zu danken. Kasper ist mein erster Täufling, seit ich hier bin. Und ich bin so glücklich, dass Sie alle gekommen sind. Ich weiß ja nicht, ob aus mir noch so ein richtig eifriger Kirchgänger wird. Aber meiner Familie, der werde ich keine Steine mehr in den Weg legen. Dann geben Sie es zu, Sie haben Angst, dass Ihre Autorität untergraben wird. So habe ich das noch nie gesehen. Ach. Eigentlich müsste ich arbeiten, aber... Sonntags nie, das kann man schon in der Bibel nachlesen. Viel Spaß noch. Oh, du hast dich ja so hübsch gemacht. Hast du was vor? Dein Bierbrauer hat dich um ein Urteil gebeten. Aha. Nichts aha, Mama. Nobo will ihm das Menü vorstellen, was er sich für seine chinesischen Firmenbosse ausgedacht hat. Offenbar ist das Geschäftsessen sehr wichtig für Rolf. Rolf? Du kennst ihn näher? Mama. Ich weiß, wie schwer es ist, sich rauszuhalten. Meine Tochter Lisette versteckt ihre Freunde regelrecht vor mir. Und? Danke. Danke. Kleiner Tipp? Es ist ein Spiel zwischen uns beiden. Ich muss versuchen, die Zutaten zu raten. Unterschätzen Sie den kleinen Kloster nicht. Der sieht zwar nach nichts aus, hat es aber in sich. Hühnerleber. Garnelen. Zimt. Anis. Da ist ganz sicher Anis drin. Aber die Garnelen waren auf jeden Fall richtig. Nicht ihr bester Tag heute. Ich habe den kleinen Berner singen hören. Sie haben recht. Bruder Lorenz wird begeistert sein. Gehe ich recht in der Annahme, dass Rolf Grottenburg das Geld für die Renovierung vorgestreckt hat? Ja, er wollte sich revanchieren. Ich fand, das war eine gute Gelegenheit. Und einen Teil der Summe können Sie als Spende betrachten. Oh, danke. Eine Hand wäscht die andere. Na, lassen Sie nur. Sully macht das morgen. Alles dann. Guten Abend. Ja, ich muss morgen früh in aller Herrgottfrühe zum Flugplatz. Ruhrbesuch. Gute Nacht. Sie hören gerne Opernarien. Das heißt eigentlich immer dieselbe. Oh, bin ich zu laut? Dann stelle ich leise. Nein, nein. Ihr könnt noch mal zusammen in die Oper fahren. Nach Dortmund oder nach Frankfurt. Ich mache mich mal schlau, was die so im Repertoire haben, ja? Oh ja, gerne. Danke, Nobo. Heute Abend hast du dich wirklich selbst übertroffen. Sein Essen sollte die Qualität des Bieres nicht erschlagen, sondern seine Qualität erst richtig zur Geltung bringen. Und genau das ist ihm gelungen. Du sprichst so ehrfürchtig von eurem Bier, obwohl du bald gar nichts mehr damit zu tun hast. Jeder Sportler will auch seinen letzten Kampf gewinnen. Ich will, dass die Herren aus China mit dem Gefühl nach Hause fahren, das Beste vom Besten gekauft zu haben. Und danach? Hast du schon konkrete Pläne? Gehe ich zurück nach Paderborn, ins dortige Forschungszentrum.
Und du? Hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft? Wir sind berechenbar. Ich habe 15 Jahre lang in exotischen Ländern verbracht und bin Ambitionen hinterhergerannt, die andere mir eingetrichtert haben. Und jetzt freue ich mich auf ein überschaubares Leben mit erreichbaren Zielen. Herr Bechtolsheim? Guten Tag. Sie sind sicher Lisette. Ist Ihr Vater zu Hause? Mein Vater, der schippert gerade durch die Karibik. Und wo Lisette sich zurzeit rumtreibt, das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Katja Bechtolsheim. Mein Mann ist in der Abtei. Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo? Hey, Schatz, endlich. Du, ich vermisse dich schon. Ja, natürlich jetzt schon. Wir haben es tatsächlich geschafft! Tja, haben wir. Es ist zwar kein Luxushotel, aber schämen müssen wir uns auch nicht. Wenn wir Sie abholen, dann müssen Sie nicht mitkommen. Das wissen Sie. Das tue ich aber gerne. So. Oh! Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja, ja. So. Okay. Trapp, bitte. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Oh, Frau Pastorin. Schön, dass ich Sie noch sehe. Wir fahren für ein paar Tage nach Tübingen. Katja und Sie kennen sich ja bereits. Ich habe leider keine Zeit. Ja, dann toi, toi, toi für die Ankunft Ihrer Schützlinge. Danke. Tschüss. Kira Kasuku, Siri Makumba und Ada und Maya Makumba. Ja? Das will ich schon mal machen. Komm, komm. Soll ich übersetzen? Ja, das geht schon. Gacha So. Am Naganka Carla Bergmann. Nupuru Chateau Leute. Po No Yua. Po Oben. Monsier. Ono Goa. Sie. Essenja Pomnagen. Was haben Sie ihm gesagt? Sie sollen Grimassen schneiden, wenn Sie mich nicht verstehen. Sarah? Mama, wo seid ihr? Das Landschulheim brennt. Mama, hörst du mich? Mama? Ja, ich fahr gleich vorbei. Und dann kommen wir zum Pfarrhaus. Ich werde mich darum kümmern, dass die Leute hier übernachten können. Bis gleich. Das Landschulheim brennt. Wir sollten erst abwarten, was von offizieller Seite aus entschieden wird. Wollen Sie, dass die Leute mitkriegen, dass der Anschlag ihnen galt? Natürlich nicht. Gebäude.
weniger den Stress. Du nervst, Klappe. Scheiß doch drauf, was hier passiert ist. Hat doch geil gebrannt. Schnauze, jetzt ist sie weg hier. Noch hat uns keiner gesehen, also los. Für diese Nacht kommen wir über die Runden. Eine zweite Nacht wird es auch nicht geben, Carla. Die Behörden werden niemals zulassen, dass die Leute im Pfarrhaus bleiben. Aber niemand kann mir verbieten, spontane Hilfe zu leisten. Stimmt, solange sie spontan ist. Aber und schon haben wir Stress. Danke, dass Sie die Menschen für den Moment beschwichtigt haben. Aber Sie wissen schon, dass dieses provisorische Lager hier rechtswidrig ist. Die Kirche war immer schon Zufluchtsort für Verfolgte. Das können auch Politiker nicht wegdiskutieren. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Frau Bergmann. Keiner hier kann es sich leisten, einen neuen Präzedenzfall zu schaffen. Diese Notlage gibt Ihnen doch nur den Vorwand, die leidigen Asylanten in eine andere Kommune abzuschieben. Ich bin nur Realist. Ich muss zurück zum Brand. Ich habe bei der Wirtin Essen bestellt. Markus, komm mal her. Nun geht drauf, Kinder. Schnell, nun lauft. Nun geht's, schnell. Markus, habt ihr das Haus angezündet? Wenn ihr irgendwas mit dem Feuer zu tun habt, dann müsst ihr euch stellen. Es hätten Menschen sterben können. Ich darf da gar nicht dran denken. So geht das nicht, Werner. Sobald es Zoff gibt, verdächtigt ihr als erstes Markus und seine Freunde. Wir hatten fast immer recht damit. Fast immer. Bitte bleib auf dem Teppich. Unsere Jungs fackeln doch kleine Häuser ab. Die toben sich aus. Denk doch an unsere wilde Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals Menschenleben aufs Spiel gesetzt hätten oder massiven Sachschaden angerichtet haben. Und unsere Jungs tun das auch nicht. Außerdem war Markus zur fraglichen Zeit im Wirtshaus. Wir hatten Ruhetag und bis in die Nacht hinein Inventur gemacht. Anschließend ist er mit der Friede ins Pfarrhaus gefahren. Dafür gibt es Zeugen. Und bis dahin hast du Markus nicht aus den Augen gelassen, die ganze Zeit über. Ja, Gott nochmal, glaubt jetzt nicht mal mehr mir! Die Sache ist bereits beim Staatsanwalt. Das Landgericht wird sich einschalten. Guten Tag, Frau Pastorin. Guten Tag. Für den Moment brauche ich euch nicht mehr. Ich sollte herkommen? Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer das Feuer gelegt haben könnte? Gab es irgendwelche diesbezüglichen Drohungen? Nein. Alle sind gegen die Asylanten, das wissen Sie doch so gut wie ich. Aber so eine Tat traue ich niemandem zu. Reife Leistung, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wo sind wir denn sonst noch? Markus, das ist nicht der Moment für dumme Witze. Ihr könnt nicht so tun, als wäre nichts passiert. Wir haben das Haus nicht angezündet. Wenn eure Eltern für euch lügen, dann ist das ihre Sache. Ich jedenfalls, ich lasse nicht locker, bis ihr freiwillig zur Polizei gegangen seid. Und was sollen wir denen sagen? Die Wahrheit. Sie haben keine Ahnung. Sie können bleiben. Wäre es nach dem Bürgermeister gegangen, säßen Sie längst im Bus nach irgendwo. Was hat ihn umgestimmt? Umgestimmt? Er wartet ab, weil die Sache bereits überregional diskutiert wird. Also haben wir eine Galgenfrist. Im Moment wird gerade darüber gesprochen, ob die Leute bis zum Ende der Ferien im Schulgebäude untergebracht werden sollen. Aber was danach passiert? Sarah? Hallo. Ich fahre nach Köln. In der Diakonie bedauert man den Vorfall. Man bemüht sich um eine Lösung. Das reicht mir nicht. Was hast du vor? Du erinnerst dich an den Reporter, der uns am Flughafen empfangen hat. Mal sehen, was dem dazu einfällt. Yeah.
Reden wir mit ihnen, damit die Alte endlich aufhört zu nerven. Und wie soll das gehen? Zeichensprache? Oder Hakuna Matata? Tatata? Renn doch nicht weg! Wie soll das klappen mit der Verständigung? Mann, wir tun dir doch nichts! Wenn die Mist baut, kriegen wir mega Stress mit der Pastorin. Dann schneide ich mir unten den Weg ab. Du und Rainer, ihr nehmt den Forstweg. Ich fahre über den Acker. Ich würde Sie gerne fragen, wie das hier ausgeht. Aber ich traue mich nicht. Ich bin abergläubisch. Es geht gut aus. Wo ist Ihre Mutter, Sarah? Sie muss sich entsetzlich fühlen. Ja, das tut sie. Sie ist nach Köln gefahren. Sie gibt sich die Schuld an dem Desaster. Das ist doch Unsinn. Ach, sagen Sie ihr das. Ich schaffe es nicht. Was hat sie vor? Sie will Geld auftreiben. Ein Spendenaufruf in der Abendschau. Sie ist gut in sowas. Ja? Sarah! Sarah, es hat geklappt. Ja. Und wie geht's bei euch? Pfeiffer hat alles im Griff. Oh. Und Herr Bechtresheim steht neben mir. Willst du ihn sprechen? Nein, heute nicht. Bleib über Nacht, Mama. Dann kannst du deine Gedanken besser ordnen. Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, Schatz. Bis morgen. Warum wollte sie nicht mit mir reden? Das müssen Sie wissen. Es hat vielleicht was mit Ihrem Besuch zu tun. Der Werner sagt, es war Brandstiftung. Jedenfalls hier kann es keiner gewesen sein. Unmöglich. Wir schneiden uns doch nicht ins eigene Fleisch. Der Tourismusverband hat schon angerufen, ob es gefährlich ist bei uns. Skinheads und so. Na, Mahlzeit. Gestern Nacht brannte in Walbeck ein Asylantenheim ab. Niemand kam zu Schaden. Die Afrikaner, die dort untergebracht werden sollten, befanden sich noch auf der Anreise. Frau Bergmann, Sie sind die Pastorin. Das darf doch nicht wahr sein. Wie ist die aktuelle Situation vor Ort? Wir brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe. Das Haus muss unverzüglich wieder instand gesetzt werden. Meine Gemeinde ist überfordert, die Mittel alleine aufzubringen, so sehr wir uns auch bemühen. Ich möchte diesen Menschen, die weiß Gott viel durchgemacht haben, eine Odyssee von einem Durchgangslager zum anderen ersparen. Bitte, lassen Sie nicht zu, dass dieser Vorfall zum Vorwand... Kein Mensch hat gesagt, dass die weg müssen. Wir sind doch keine reaktionären Idioten. Müssen wir es von dieser Dame vorführen lassen? Hat sie euch irgendwie angegriffen? Ist die Pastorin da? Nein. Aber kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Lieber Gott, mach, dass nichts passiert ist. Siri und ihre Töchter sind nicht zurückgekommen. Die Männer haben die ganze Nacht nach ihnen gesucht. Sie haben mir eben erst Bescheid gegeben. Sie wollten keine Polizei, aber ich habe... Sarah, oh, ganz langsam. Der Reihe nach. Ach so. Die Kinder waren mit ihren Müttern am See auf dem Heimweg. Sind sie von einer Gruppe Jungs auf Mopeds abgefangen worden. Siri ist vor lauter Panik in den Wald geflüchtet. Die anderen sind zum Pfarrhaus zurückgerannt. Weiß mal, wo ungefähr die drei im Wald verschwunden sind. Kira? Ungefähr beim Steinbruch. Im Steinbruch? Gut, nehmen wir mal an, hier ist der Steinbruch. Dann ist hier die Hauptstraße.
Und hier geht der Weg zum Acker. Können Sie sie fragen, wo die drei im Wald verschwunden sind? Am Acker. Ja, also wenn sie sich verstecken, dann kann ich mir jetzt vorstellen, wo. In dem Hang dort gibt es Zugänge zu den alten Schieferstollen. Wir haben als Kinder ganze Sommer in diesen Schächten verbracht. Wo willst du hin? Halte mich auf dem Laufenden. Fritz? Ja, hier ist Rolf. Kennst du noch Leute, die im Bergwerk gearbeitet haben? Ja, trommel die zusammen. Ich brauche die sofort. Ja, bis dann. Tschüss. Kommen Sie sofort runter. Die Pastorin. Wecken Sie Markus auf. Hier stehen wir, hier müssen wir rein. Hier und hier. Los, los. Der hat noch zwei Kinder bei sich. Ich schwöre es, wir haben ihnen nichts getan. Auf einmal waren sie verschwunden und da sind wir gefahren. Wir wollen uns doch bloß mit ihnen anfreunden. Anfreunden? Warum sollte Markus lügen? Markus, sag was. Und erzähl auch gleich, wie das Feuer zustande kam. Na los. Verteidige dich, Herrgott, nochmal! Wir haben dieser Siri nichts getan. Auf einmal war sie weg, das habe ich doch gesagt. Und der Brand? Wir können doch nicht wissen, dass das Feuer überspringt. Wir haben schon immer Benzin im Keller versteckt. Für die Mopeds. Du hast das Feuer gelegt? Nein, wir haben bloß eine Strohpuppe angezündet, um den Kanaken zur Begrüßung einen Schreck einzujagen. Damit sie wieder abhauen. Alle im Dorf wollten es doch. Und du auch. Siri! 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 Und was bei euch? Auf dieser Ebene sind sie nicht. Wir müssen tiefer. Auf der unteren Ebene könnte alles voller Wasser sein. Lass es uns erst am Notausgang versuchen. Vielleicht sind sie da. Ja, kommt! Hier lang! Ihr habt ihnen wirklich nichts getan. Nein. Sie haben sie gefunden. Den dreien ist nichts passiert. Wo ist der Dolmetscher? Da vorne. Lothar sagt, die Kinder mit der Zeitung davon gekommen sind. Sagen Sie das davor. Die Kollegen sind noch im anderen Stollen. Ich hole sie ab. Kommen Sie, Sie müssen aufstehen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Vielen Dank, Esma. Zuerst die schlechte Nachricht. Die Gruppe wird gegen 17 Uhr abgeholt. Der Bus ist bereits unterwegs. Und die gute Nachricht? Die Afrikaner werden bei Privatleuten untergebracht. Nach ihrem Auftritt im Fernsehen hat sich sofort eine Gemeinde gemeldet, die seit 10 Jahren gute Erfahrung damit hat. Alle 37 sind im gleichen Ort. Carla, das ist eine gute Nachricht. Versammeln Sie die Leute in der Kirche. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Wir hätten Sie unterstützen sollen. Wenn Sie einverstanden sind, überlegen wir gemeinsam, wie wir das Problem in Zukunft angehen. Natürlich, gerne. Ich wünschte, ich hätte Ihnen zu einem glücklicheren Start in unserem Land verhelfen können. Carla, die Leute hoffen, dass Ihnen mehr Menschen begegnen, die so sieht wie sie. Gott segne euch alle.
Tut mir leid, dass die Afrikaner unseretwegen abreisen mussten. Wir gehen zur Polizei und sagen ihnen, wie das Feuer zustande kam. Und dass es uns leid tut. Ob die uns einsperren? Ich weiß es nicht, Markus. Wenn sie es tun, hat mein Vater recht. Ich bin einfach ein Versager. Du musst mit deinem Vater reden. Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Soll ich das vorbereiten, sodass er den ersten Schritt tun muss? Okay? Okay. Markus, dass eins klar ist, ich nehme euren Leichtsinn nicht so einfach hin. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine Strafe aufgebrummt. Sozialer Einsatz. Bis ans Ende der Ferien. Und zwar täglich. Und ohne, dass ihr einen Cent dafür kriegt. Einverstanden. Wenn Sie mir hier bitte eine Unterschrift geben. Sie suchen eine Antwort hier. Es schmerzt, versagt zu haben. Ja, das tut es. Aber Sie haben gar nicht versagt. Sie haben gewonnen. Sie stehen nicht mehr allein auf verlorenem Posten. Die Leute respektieren Sie. Bruder Lorenz. Ich wünschte, Sie hätten recht. Danke. Recht soll sein. Frau Pastorin. Das mit dem Stock geht in Ordnung. Prima. Nicht weglaufen, Carla. Ich muss mit dir reden, ich brauche deinen Rat. Die Kreisverwaltung hat mir die Leitung des Amtes für Denkmalpflege angeboten. Ach, und Ihre Frau zieht da mit? Du. Du weißt doch, dass ich geschieden bin. Katja will mit ihrem Freund an die Kunstakademie nach Perugia. Mit ihrem Freund? Ja. Man hat ja dort eine Stelle angeboten. Und damit sie endlich ihren Magister schafft, habe ich mich ein bisschen ins Zeug gelegt. Soll ich das Angebot der Stadt annehmen? Das fragen Sie. Das fragst du mich? Ja, wen sonst? Deine Art, Abschied zu nehmen von der Heimat? Bei der ganzen Aufregung habe ich ganz vergessen zu fragen, wie deine Verhandlungen gelaufen sind. Komm mal her. Nee. Ja. Nimm mal deine Hand. Die zwei Finger nach unten. Okay, genau so. Und jetzt konzentriere dich auf den Ausschnitt zwischen deinen Fingern. Links, da müsstest du gerade noch so den Turm sehen. Und rechts? Das ist die Stelle, wo früher das alte Kloster stand. Jetzt gehe ich mal weiter weg mit deiner Hand. Du konzentrierst dich auf den Ausschnitt. Was siehst du jetzt? Grün. Bisschen genauer. Ich sehe die Bergkuppe. Von da oben kommt das Quellwasser, mit dem wir unser Bier brauen. Ich habe nicht unterzeichnet. Sag das nochmal. Ich habe nicht unterzeichnet. Sag das nochmal. Ich habe nicht unterzeichnet. Super, Markus. Yo. Markus, da möchte dich jemand sprechen.
ob ich in so eine Kiste wohl reinpasse? Vielleicht, wenn du den Bauch reinziehst. Probier mal. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Gottesdienst so nervös macht. Aber seit ich hier bin... Ist alles anders. Und? Mama ist nicht gekommen. Du weißt, dass sie nicht in die Kirche geht. Und Rolf auch nicht. Er ist katholisch. Und Konrad auch nicht. Er ist Atheist. 1, 2, 3... Vicky, spann mich nicht auf die Folter. Wahnsinn! Wie in meinem Bild! Ich brauche meine Predigt also nicht als Rundbrief zu verschicken. Tut mir leid, dass die Afrikaner unseretwegen abreisen mussten. Wir gehen zur Polizei und sagen ihnen, wie das Feuer zustande kam. Und dass es uns leid tut. Ob die uns einsperren? Ich weiß es nicht, Markus. Wenn sie es tun, hat mein Vater recht. Ich bin einfach ein Versager. Du musst mit deinem Vater reden. Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Soll ich das vorbereiten, sodass er den ersten Schritt tun muss? Okay. Markus, dass eins klar ist, ich nehme euren Leichtsinn nicht so einfach hin. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine Strafe aufgebrummt. Sozialer Einsatz. Bis ans Ende der Ferien. Und zwar täglich. Und ohne, dass ihr einen Cent dafür kriegt. Einverstanden. Können Sie mir hier bitte eine Unterschrift geben? Sie suchen eine Antwort hier. Es schmerzt, versagt zu haben. Ja, das tut es. Aber Sie haben gar nicht versagt. Sie haben gewonnen. Sie stehen nicht mehr allein auf verlorenem Posten. Die Leute respektieren Sie. Bruder Lorenz. Ich wünschte, Sie hätten recht. Danke. Bechtoldsheim. Frau Pastorin. Das mit dem Stock geht in Ordnung. Prima. Nicht weglaufen, Carla. Ich muss mit dir reden. Ich brauche deinen Rat. Die Kreisverwaltung hat mir die Leitung des Amtes für Denkmalpflege angeboten. Ach, und Ihre Frau zieht da mit? Du.
Du weißt doch, dass ich geschieden bin. Katja will mit ihrem Freund an die Kunstakademie nach Perugia. Mit ihrem Freund? Ja. Man hat ja dort eine Stelle angeboten. Und damit sie endlich ihren Magister schafft, habe ich mich ein bisschen ins Zeug gelegt. Und so, dass er den ersten Schritt tun muss. Okay? Okay. Markus, dass eins klar ist, ich nehme euren Leichtsinn nicht so einfach hin. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine Strafe aufgebrummt. Sozialer Einsatz. Bis ans Ende der Ferien. Und zwar täglich. Und ohne, dass ihr einen Cent dafür kriegt. Einverstanden. Können Sie mir hier bitte eine Unterschrift geben? Sie suchen eine Antwort hier. Es schmerzt, versagt zu haben. Ja, das tut es. Aber Sie haben gar nicht versagt. Sie haben gewonnen. Sie stehen nicht mehr allein auf verlorenem Posten. Die Leute respektieren Sie. Bruder Lorenz. Ich wünschte, Sie hätten recht. Danke. Recht soll's sein. Frau Pastorin. Das mit dem Stock geht in Ordnung. Prima. Nicht weglaufen, Carla. Ich muss mit dir reden. Ich brauche deinen Rat. Die Kreisverwaltung hat mir die Leitung des Amtes für Denkmalpflege angeboten. Ach, und Ihre Frau zieht da mit? Du. Du weißt doch, dass ich geschieden bin. Katja will mit ihrem Freund an die Kunstakademie nach Perugia. Mit ihrem Freund? Ja. Man hat ja dort eine Stelle angeboten. Und damit sie endlich ihren Magister schafft, habe ich mich ein bisschen ins Zeug gelegt. Soll ich das Angebot der Stadt annehmen? Das fragen Sie. Das fragst du mich? Ja, wen sonst? Deine Art, Abschied zu nehmen von der Heimat? Dann kredenze ich Ihnen etwas. Dazu können Sie gar nicht Nein sagen. Aber lassen Sie sich einfach überraschen. Danke. Zwei Stunden Feldarbeit für meine erste Konfirmandin. Klingt für mich nach einem reellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur habe ich leider nicht die Kondition, sowas durchzuhalten. Auf geht's. Das hier ist reines Quellwasser. Es kommt aus der Quelle, mit dem die Erfolgsgeschichte unseres Biers begann. Mein Großvater war der Überzeugung, dass man nur mit dieser Art der Kühlung die Temperatur des Wassers erreicht, mit dem es auch aus der Erde sprudelt. Köstlich. Das hier, das ist mein Großvater. Was Sie hier sehen, das sind 6 Generationen von Braumeistern. Wir beliefern Königshäuser, Regierungspaläste. Und wo hängen Sie? Ich bin das schwarze Schaf. Meine Eltern, die sind vor 2 Jahren verunglückt und dann war es natürlich selbstverständlich, dass ich den Laden hier erstmal am Laufen halte. Und wo liegt Ihre wirkliche Leidenschaft? Forschung, Wissenschaft. Ich bin Chemiker. Aus Tradition habe ich zwar auch den Beruf des Braumeisters gelernt, aber danach konnte ich dann studieren, was ich wollte. Ich muss leider weg. Der Abt erwartet mich. Es ist eine Art Einstandsbesuch. Bis jetzt kenne ich meinen Amtskollegen nur als ausgebufften Schachspieler. Es gibt nichts, was Bruder Lorenz nicht weiß. Hey! Guten
Und, alles okay bei dir? Jo, alles klar. Vergiss nicht, den Ölwechsel bei seinem Jaguar zu machen, ja? Okay, mach ich. Das ist Markus. Hält meine Autos in Schuss. Das ist ein Genie, was da reingeht. Der Markus vom Wirtshaus? Ja. Sein Vater will unbedingt, dass er Hotelier wird. Aber alles, was er werden will, ist Rennfahrer. Trägt das ganze Geld, das er bei mir verdient, auf die Go-Kart-Bahn. Und das wird ein Rennfahrer. Ich habe Sie hierher gelockt, weil ich Sie mit dem Wunder unserer Bibliothek beeindrucken will. Ich habe schon gehört, dass Sie mächtig stolz darauf sind. Stolz. Mich erfüllt eine tiefe Dankbarkeit, dass ich der Hüter und Wahrer dieser Schätze bin, die unser Orden über die Jahrhunderte zusammengetragen hat. Geraubt, ergaunert, erpresst wäre zutreffender. Gerettet, gepflegt, gewahrt ist der zutreffende Ausdruck. Aber in diesem Fall heiligt der Zweck auch drastische Mittel. Wenn Sie schon so denken, Hochwürden, warum überlassen Sie dann dem jungen Kottenburg nicht endlich die Braugeschichte, auf die er so scharf ist? Weil er sie sofort verkaufen würde. Das wird nicht passieren. Nun, die Brauerei verkauft er. Er will, glaube ich, alles verkaufen und das Geld in seine Forschungen stecken. Aber dieses Buch will er nie aus der Hand geben. Er hat seinem Großvater in die Hand versprochen, diese Fibel zu erwerben. Kostet es, was es wolle. So redet dieser Mensch seit Monaten auf mich ein. Das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Katja Bechtholzheim. Mein Mann ist in der Abtei. Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo? Hey, Schatz, endlich. Du, ich vermisse dich schon. Ja, natürlich jetzt schon. Wir haben es tatsächlich geschafft! Tja, haben wir. Es ist zwar kein Luxushotel, aber schämen müssen wir uns auch nicht. Wenn wir Sie abholen, dann müssen Sie nicht mitkommen. Das wissen Sie. Das tue ich aber gerne. So. Oh, jetzt kann ich mehr raus. Ja, ja. So, alles klar, bitte. Wir sind mit der Platz zu tun. Danke. Oh, Frau Pastorin. Schön, dass ich noch sehe. Wir fahren für ein paar Tage nach Tübingen. Katja und Sie kennen sich ja bereits. Ich habe leider keine Zeit. Ja, dann toi, toi, toi für die Ankunft Ihrer Schützlinge. Danke. Tschüss. Kira Kasuku, Siri Makumba und Ada und Maya Makumba. Ja? Das geht schon mal. Komm, komm. Soll ich übersetzen? Ja, das geht schon. Gacha So. Am Naganka Kala Bergmann. Nupuru Chateau Leute. Po No Yua. Po Oben. Monsier. Ono Goa. Sie Essenja Pomnagen. Was haben Sie ihm gesagt? Sie sollen Grimassen schneiden, wenn Sie mich nicht verstehen. Ich wünschte, ich hätte Ihnen zu einem glücklicheren Start in unserem Land verhelfen können. Carla, die Leute hoffen, dass Ihnen mehr Menschen begegnen, die so sieht wie Sie. Gott segne euch alle.
Es tut mir leid, dass die Afrikaner unseretwegen abreisen mussten. Wir gehen zur Polizei und sagen ihnen, wie das Feuer zustande kam. Und dass es uns leid tut. Ob die uns einsperren? Ich weiß es nicht, Markus. Wenn sie es tun, hat mein Vater recht. Ich bin einfach ein Versager. Du musst mit deinem Vater reden. Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Soll ich das vorbereiten, sodass er den ersten Schritt tun muss? Okay? Okay. Markus, dass eins klar ist, ich nehme euren Leichtsinn nicht so einfach hin. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine Strafe aufgebrummt. Sozialer Einsatz. Bis ans Ende der Ferien. Und zwar täglich. Und ohne, dass ihr einen Cent dafür kriegt. Einverstanden. Können Sie mir hier bitte eine Unterschrift geben? Sie suchen eine Antwort hier. Es schmerzt, versagt zu haben. Ja, das tut es. Aber Sie haben gar nicht versagt. Sie haben gewonnen. Sie stehen nicht mehr allein auf verlorenem Posten. Die Leute respektieren Sie. Bruder Lorenz. Ich wünschte, Sie hätten recht. Frau Pastorin, das mit dem Stock geht in Ordnung. Prima. Hey Markus, das war geil. Also Olli, Vollgas. Feigling! Seid ihr wahnsinnig? Wollt ihr den Rest eures Lebens im Rollstuhl verbringen? Bist dich, Oma. Sobald du aufhörst. Du nervst, Alte. Da musst du durch. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's jetzt zum Pharo? Gleich rechts und dann immer geradeaus. Sind Sie der Küster? Ja. Carla Bergmann. Kessler, guten Tag, Frau Pastorin. Alles ist bestens in Schuss. Wir können sofort loslegen.
Das ist das Büro. Und der erste Stock ist dem Pastor vorbehalten. Der Pastorin wollte ich sagen, Entschuldigung. Kann ich mir heute noch das Lanschenheim anschauen? Morgen. Der Verantwortliche. Könnt ihr nicht wenigstens warten, bis ich meine Sachen aus dem Haus geschafft habe? Lass doch erst das Sofa runter. Vorsicht, bitte. Diese Dame soll nicht auf die Idee kommen, auch noch die Kolibris rauszuwerfen. Vorsicht. Richten Sie das aus. Die Dame hat es gehört. Frau Pastorin, das ist Professor Bechtolzheim. Wir kennen uns. Wenn man das so sagen kann. Als dann. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft? Ja. Der Professor restauriert seit 2 Jahren die Abtei. Sie sind fast fertig damit. Er ist sauer, dass er jetzt noch umziehen muss. Ich habe das nicht veranlasst. Wahrscheinlich wollte die Kirchenverwaltung Ihnen keinen Untermieter aufzwängen. Das Dachgeschoss gehört zu Ihrer Wohnung. Und wer sind die Kolibris? Sui Li und ihre Familie. Ihr Mann arbeitet als Koch in Senden. Von dem sollen Sie sich mal bekochen lassen. Er ist ein Genie in seinem Fach. Frau Pastorin, das schickt der Bürgermeister. Er wäre gern selbst vorbeigekommen, schafft es aber nicht. Das ist aber nett. Dankeschön. Ist ja toll, du bist zum Zirkus. Das versuche ich jetzt auch mal. So, alles. Guck bitte. Der große Künstler. Ich glaube, ich bleibe doch lieber bei meinen Leisten. Ich schäme mich ganz furchtbar. Gute Nacht, gute Nacht. Guten Abend, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Carla. Nobu Makayao. Alles in allem sind es 1903 Gemeindemitglieder. Das ist der harte Kern. Mit denen können wir rechnen. Und wie viele kamen für gewöhnlich in den Gottesdienst? 40. 50 mindestens. Und die fahren jetzt jeden Sonntag nach Senden? Hat sich so eingespielt. Aber der Pastor dort hat schon verkündet, dass bei uns wieder Gottesdienste stattfinden. Was halten Sie davon, wenn wir die Gemeindemitglieder am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst ins Pfarrhaus einladen? Wunderbar. Mit wie vielen können wir rechnen? Hab ich gleich. Pass doch auf. Tu ich doch. Heb an. Ja, ich bin's. Sag mal, wie viele von uns fährst du im Moment zum Sonntagsgottesdienst nach Senden? Ja, das war's schon. Danke, Rainer. 40 bis 50. Kinder eingeschlossen. Und wenn wir einen Rundbrief schreiben? Der wäre am Wochenende bei allen in der Post. Sicher wäre, wenn Sie die Leute persönlich einladen. Zusätzlich, meine ich. Und wie soll das gehen? Heute ist im Gasthaus eine Bürgerversammlung. Geh du rum. Da gehen alle hin. Heute sicher. Die Gerüchte über die neue Autobahn haben sie alle aufgeschreckt. Du? Wir mögen dich doch so, wie du bist. So knuddelig. Weißt du was? Ich kann es immer noch nicht glauben. Wolfgang fährt mit uns nach Korsika. 3 ganze Wochen Süden, Sonne, Meer. Ich wünsch mir Glück. Vielleicht wendet sich ja noch alles zum Guten. Tschüss. Und pack die Kisten aus. Mach ich, sobald sie in meiner neuen Wohnung sind. Was hast du gesagt? Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Was sind das für Probleme? Man hat die Pfarrstelle anderweitig besetzt. Seit gestern bin ich Pastorin einer kleinen Gemeinde im Sauerland. Wahlbeck heißt der Ort. Aber sie können doch nicht so einfach. Doch, sie können. Es war längst beschlossene Sache. Man hat mir statt der Lukas-Gemeinde einen Verwaltungsposten angeboten. Und du gehst lieber in einen Ort, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen? Den Spruch, den wollte ich immer schon mal überprüfen. Dein Entschluss steht also fest. Ich hatte keine Wahl. Diese Herren haben mir doch tatsächlich so etwas angeboten, wie ein Geldeintreiber von Gottes Gnaden zu werden. Mama. Och. Mach dir keine Sorgen. Sieh zu, dass euer Urlaub ein voller Erfolg wird. Du schaffst das. Und du kommst zurecht? Das weißt du doch. Warte, lass dir erst mal vorbei. Warte doch mal. Eine brechenvolle Kirche. Wenn das mal kein frommer Wunsch bleibt.
Könnt ihr nicht wenigstens warten, bis ich meine Sachen aus dem Haus geschafft habe? Lass doch erst das Sofa runter. Vorsicht, bitte. Diese Dame soll nicht auf die Idee kommen, auch noch die Kolibris rauszuwerfen. Vorsicht. Richten Sie das aus. Die Dame hat es gehört. Frau Pastorin, das ist Professor Bechtolzheim. Wir kennen uns. Wenn man das so sagen kann. Als dann. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft? Ja. Der Professor restauriert seit 2 Jahren die Abtei. Sie sind fast fertig damit. Er ist sauer, dass er jetzt noch umziehen muss. Ich habe das nicht veranlasst. Wahrscheinlich wollte die Kirchenverwaltung Ihnen keinen Untermieter aufzwängen. Das Dachgeschoss gehört zu Ihrer Wohnung. Und wer sind die Kolibris? Sueli und ihre Familie. Ihr Mann arbeitet als Koch in Senden. Von dem sollen Sie sich mal bekochen lassen. Er ist ein Genie in seinem Fach. Frau Pastorin, das schickt der Bürgermeister. Er wäre gern selbst vorbeigekommen, schafft es aber nicht. Das ist aber nett. Dankeschön. Ach ja, toll, du bist zum Zirkus. Das versuche ich jetzt auch. Gute Nacht. Ach. Sie hören gerne Opernarien. Das heißt eigentlich immer dieselbe. Oh, bin ich zu laut? Dann stelle ich leise. Nein, nein. Ihr könnt noch mal zusammen in die Oper fahren. Nach Dortmund oder nach Frankfurt. Ich mache mich mal schlau, was die so im Repertoire haben, ja? Oh ja, gerne. Danke, Lobo. Heute Abend hast du dich wirklich selbst übertroffen. Sein Essen sollte die Qualität des Bieres nicht erschlagen, sondern seine Qualität erst richtig zur Geltung bringen. Und genau das ist ihm gelungen. Du sprichst so ehrfurchtsvoll von eurem Bier, obwohl du bald gar nichts mehr damit zu tun hast. Jeder Sportler will auch seinen letzten Kampf gewinnen. Ich will, dass die Herren aus China mit dem Gefühl nach Hause fahren, das Beste vom Besten gekauft zu haben. Und danach? Hast du schon konkrete Pläne? Gehe ich zurück nach Paderborn, ins dortige Forschungszentrum. Und du? Hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft? Wir sind berechenbar. Ich habe 15 Jahre lang in exotischen Ländern verbracht und bin Ambitionen hinterhergerannt, die andere mir eingetrichtert haben. Und jetzt freue ich mich auf ein überschaubares Leben mit erreichbaren Zielen. Herr Bechtolzheim? Guten Tag. Sie sind sicher Lisette. Ist Ihr Vater zu Hause? Mein Vater, der schippert gerade durch die Karibik. Und wo Lisette sich zurzeit rumtreibt, das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Katja Bechtolzheim. Mein Mann ist in der Abtei. Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo? Hey, Schatz, endlich. Du, ich vermiss dich schon. Ja, natürlich jetzt schon. Wir haben es tatsächlich geschafft! Ja, haben wir. Es ist zwar kein Luxushotel, aber schämen müssen wir uns auch nicht. Wenn wir Sie abholen, dann müssen Sie nicht mitkommen. Das wissen Sie. Das tue ich aber gerne. Oh, jetzt komme ich wieder raus. Ja, ja. So. Okay. Bitte. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Oh, Frau Pastorin. Schön, dass ich Sie noch sehe. Wir fahren für ein paar Tage nach Tübingen. Katja und Sie kennen sich ja bereits. Ich habe leider keine Zeit. Ja, dann toi, toi, toi für die Ankunft Ihrer Schützlinge. Danke. Sind Sie der Küster? Ja. Carla Bergmann. Kessler. Guten Tag, Frau Pastorin. Alles ist bestens in Schuss. Wir können sofort loslegen. Das ist das Büro. Und der erste Stock ist dem Pastor vorbehalten. Der Pastorin wollte ich sagen, Entschuldigung. Kann ich mir heute noch das Landschulheim anschauen?
Morgen. Der Verantwortliche vom Sozialamt wird dabei sein. Für den Job. Ich arbeite für trotzdem. Jetzt machen wir gerade Pilz. Entschuldigung, es macht mich nervös, wenn Sie. Dann setz dich doch gleich zu uns. Danke. Aber ich wollte sowieso gerade gehen. Aufgeschrieben, wer gewinnt. Wenn sie recht hat, zahlt der Gewinner den nächsten Schnaps. Tatjana, schon Feierabend? Komm her, setz dich, das Spiel fängt gleich an. Für die Wetten laufen noch. Danke, aber Elke wartet mit dem Essen. Markus. Er hat ein verdammtes Schwein. Olli hätte sich alle Knochen brechen können. Ich warne dich, Markus. Diese idiotischen Mutproben hören sofort auf. Wenn nicht, bist du dran. Jugendknast ist kein Zuckerschlecken. Hey, Markus hat ja den ganzen Nachmittag mit mir Bierkiste. Lass das, Elfriede. Markus war mit seinem Kumpel am Steinbruch. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's jetzt zum Pharo? Gleich rechts und dann immer geradeaus. Sind Sie der Küster? Ja. Carla Bergmann. Kessler. Guten Tag, Frau Pastorin. Alles ist bestens in Schuss. Wir können sofort loslegen. Das ist das Büro. Und der erste Stock ist dem Pastor vorbehalten. Der Pastorin, wollte ich sagen. Entschuldigung. Kann ich mir heute noch das Landschulheim anschauen? Morgen. Der Verantwortliche vom Sozialamt wird dabei sein.
Für diese Nacht kommen wir über die Runden. Eine zweite Nacht wird es auch nicht geben, Carla. Die Behörden werden niemals zulassen, dass die Leute im Pfarrhaus bleiben. Aber niemand kann mir verbieten, spontane Hilfe zu leisten. Stimmt, solange sie spontan ist. Aber und schon haben wir Stress. Danke, dass Sie die Menschen für den Moment beschwichtigt haben. Aber Sie wissen schon, dass dieses provisorische Lager hier rechtswidrig ist. Die Kirche war immer schon Zufluchtsort für Verfolgte. Das können auch Politiker nicht wegdiskutieren. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Frau Bergmann. Keiner hier kann es sich leisten, einen neuen Präzedenzfall zu schaffen. Diese Notlage gibt Ihnen doch nur den Vorwand, die leidigen Asylanten in eine andere Kommune abzuschieben. Ich bin nur Realist. Ich muss zurück zum Brand. Ich habe bei der Wirtin Essen bestellt. Markus, komm mal her. Nun geht drauf, Kinder. Schnell, nun lauft. Nun geht's, schnell. Markus, habt ihr das Haus angezündet? Wenn ihr irgendwas mit dem Feuer zu tun habt, dann müsst ihr euch stellen. Es hätten Menschen sterben können. Ich darf da gar nicht dran denken. So geht das nicht, Werner. Sobald es Zoff gibt, verdächtigt ihr als erstes Markus und seine Freunde. Wir hatten fast immer recht damit. Fast immer. Bitte bleib auf dem Teppich. Unsere Jungs fackeln doch kleine Häuser ab. Die toben sich aus. Denk doch an unsere wilde Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals Menschenleben aufs Spiel gesetzt hätten oder massiven Sachschaden angerichtet haben. Und unsere Jungs tun das auch nicht. Außerdem war Markus zur fraglichen Zeit im Wirtshaus. Wir hatten Ruhetag und bis in die Nacht hinein Inventur gemacht. Anschließend ist er mit der Elfriede ins Pfarrhaus gefahren. Dafür gibt es Zeugen. Und bis dahin hast du Markus nicht aus den Augen gelassen, die ganze Zeit über. Gott noch mal, glaubt jetzt nicht mal mehr mir! Die Sache ist bereits beim Staatsanwalt. Das Landgericht wird sich einschalten. Guten Tag, Frau Pastorin. Guten Tag. Für den Moment brauche ich auch nicht mehr. Ich sollte herkommen? Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer das Feuer gelegt haben könnte? Gab es irgendwelche diesbezüglichen Drohungen? Nein. Alle sind gegen die Asylanten, das wissen Sie doch so gut wie ich. Aber so eine Tat traue ich niemandem zu. Frau Pastorin! Schnell, meine Frau! Ich komme! Schau dir inzwischen die Dachwohnung an. Glaub mir, Biggie. Für deinen Vater und für mich bist du das Wichtigste auf der Welt. Es gibt niemanden, den wir mehr lieben. Und wenn Papa nicht mehr bei uns bleiben will, dann hat das nichts mit dir zu tun. Papa fehlt mir sehr. Ich weiß, meine Kleine. Sind Sie Frau Bergmann? Fassen Sie sich kurz. Ich
kümmern Sie sich um die Kinder, wenn es schlimm ausgeht. So was dürfen Sie nicht einmal denken. Ich verlasse mich auf Sie. Ich habe sonst niemanden, den ich darum bitten kann. Sie schon wieder. Wie haben Sie mich gefunden? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe Sie überhaupt nicht gesucht. Schade eigentlich. May, weißt du, wo dein Vater ist? Ich muss dringend mit dem reden. Nein, aber ich schlüch das aus. Okay. Wissen Sie, Ihr Vater kocht für mich. Sie lassen sich einen eigenen Koch? Ist das nicht ein bisschen dekadent? Zu meiner Ehrenrettung. Er kocht nur für mich, wenn ich Geschäftspartner erwarte. Mit seiner Kunst macht er den Leuten auch die bittersten Verträge schmackhaft. Mhm. Rolf Kottenburg. Sarah Mertens. Ich wohne hier vorübergehend bei meiner Mutter. Aha. Was heißt aha? Ihre Mutter mag mich. So. Sagst du mir, wie man Cello spielt? Klar. Dass du nervös bist, Sarah. Es hat nicht geklappt mit dem Job. Na und, es findet sich eine andere Gelegenheit, eine bessere. Hör auf. Du weißt nicht, wovon du redest. Dann erkläre es mir. Damit ich mich wieder wie ein Versager fühle? Ich kenne deine Sprüche. Wer will, der kann. Ich will, aber das reicht im Augenblick nicht aus. Schatz. Und versuch ja nicht, Biggie auf deine Seite zu ziehen. Aber davon war nie die Rede. Natürlich hätte ich mich gefreut, mir die Zeit zu verbringen, aber wenn du das nicht willst... Ja, ich will es nicht. Und weißt du auch warum? Ich muss ja 36 Jahre lang mit einer Mutter zurechtkommen, der das Wohl der Menschheit mehr am Herzen lag als das der eigenen Familie. Jetzt hör auf mit dem Unsinn! Warum bist du nicht mit Papa zurückgegangen nach Deutschland? Meine Ehe war längst am Ende, das weißt du ganz genau. Und warum hast du nicht gekämpft? Ich würde niemals Biggie zumuten, dass sie ohne ihren Vater groß wird. Auch wenn es dir nicht so vorkommt, bei all meinen Entscheidungen habe ich in erster Linie immer an dich gedacht. Und warum hast du mich dann in Internate abgeschoben? Ja, ich war doch dauernd unterwegs und ich wollte, dass du eine anständige Schulbildung hast. Hast du dir eigentlich mal überlegt, dass ich vielleicht viel lieber in einem x-beliebigen Hinterhof in Köln groß geworden wäre? Mit stinknormalen Freunden? Hast du jemals darüber nachgedacht? Gleich zu Hause. Tut mir leid, Mama, ich hab's nicht so gemeint. Wolfgang? Oft bleibt du die ganze Nacht weg. Und morgens kommst du nur nach Hause, um deine Kleider zu wechseln. Wie lange geht der schon? Schmeiß ihn raus. Ich bin nicht wie du, Mama. Du erkennst ein Problem und löst es. Gute Nacht. Gute Nacht, Liebes. Guten Tag. Guten Tag. Das ehrt mich, dass Sie sich persönlich Zeit für mich nehmen. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir die Gemeinde anvertrauen, in der ich als junge Vikarin begonnen habe. Ich wollte Ihre Rückkehr aus Indien abwarten. Du, die Wetten laufen noch. Danke, aber Elke wartet mit dem Essen. Markus. Er hat ein verdammtes Schwein. Olli hätte sich alle Knochen brechen können. Ich warne dich, Markus. Diese idiotischen Mutproben hören sofort auf. Wenn nicht, bist du dran. Jugendknast ist kein Zuckerschlecken. Hey, Markus hat ja den ganzen Nachmittag mit mir Bierkiste. Lass das, Elfriede. Markus war mit seinem Kumpel am Steinbruch. Schönen Abend allerseits. Ich tippe 2-1 für uns. Du
Wie ist das wohl nie? Was? Los, verzieh die auf dein Zimmer, aber schnell. Aber ab sofort keine Spritztour mehr für irgendwelche Autorennen. Du hast versprochen, dass ich am Wochenende zum Nürburgring gehe. Du hast versprochen, dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen. Gute Nacht. Haben schon richtig gesehen. Ich habe gerade gebetet. Das tue ich öfter. Ja? Nicht so gut wie nie. Dann haben Sie einen Grund dafür. Ja, stimmt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und das fällt mir verdammt schwer. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Die guckst du sich, weiß ganz genau, was die richtige ist. Naja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen. Danke, Ihnen auch. Weiß gewinnt in drei Zügen. Sie hatten recht, Respekt. Danke. Ist ein bisschen früh für Sightseeing. Morgenstund hat Gold im... Schon klar. Das eigentliche Juwel dieser Kirche befindet sich hier oben. Ja, es ist ein Jammer, dass dieses Prachtstück nicht mehr zum Einsatz kommt. Hier fanden mal hochkarätige Konzerte statt, der besonderen Akustik wegen. Aber eine Orgel lässt sich doch reparieren. Theoretisch ja. Aber es fehlen einige der historischen Pfeifen. Geklaut? Ja, sieht so aus. Und wenn es überhaupt gelingt, Ersatz zu finden, dann wird das auch noch richtig teuer. Und wer soll das bezahlen? Das Amt für Denkmalpflege fühlt sich nicht zuständig für die Instandsetzung. Es läuft nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Zum Glück habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt. Aber die Leute lehnen mich ganz offensichtlich ab. Ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Was ich auch tue, es ist das Falsche. Ich habe keinen Zugang zu ihnen. Frau Pastorin! Schnell, meine Frau! Ich komme! Schau dir inzwischen die Dachwohnung an. Glaub mir, Biggie. Für deinen Vater und für mich bist du das Wichtigste auf der Welt. Es gibt niemanden, den wir mehr lieben. Und wenn Papa nicht mehr bei uns bleiben will, dann hat das nichts mit dir zu tun. Papa fehlt mir sehr. Ich weiß, meine Kleine. Sind Sie Frau Bergmann? Ja. Fassen Sie sich kurz. Kochen, Essen, Frau Mama ist bald wieder zu Hause. Ganz ruhig. Warten Sie draußen. Ganz ruhig. Kümmern Sie sich um die Kinder, wenn es schlimm ausgeht? So was dürfen Sie nicht einmal denken. Ich verlasse mich auf Sie. Ich habe sonst niemanden, den ich darum bitten kann. Sie schon wieder? Wie haben Sie mich gefunden? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe Sie überhaupt nicht gesucht. Schade eigentlich. May, weißt du, wo dein Vater ist? Ich muss dringend mit dem reden. Nein, aber ich schicke das aus. Okay. Wissen Sie, Ihr Vater kocht für mich. Sie lassen sich einen eigenen Koch? Ist das nicht ein bisschen dekadent? Du
Zu meiner Ehrenrettung. Er kocht nur für mich, wenn ich Geschäftspartner erwarte. Mit seiner Kunst macht er den Leuten auch die bittersten Verträge schmackhaft. Mhm. Rolf Kottenburg. Sarah Mertens. Ich wohne hier vorübergehend bei meiner Mutter. Aha. Dieser Ebene sind Sie nicht. Wir müssen tiefer. Auf der unteren Ebene könnte alles voll Wasser sein. Lass es uns erst am Notausgang versuchen. Vielleicht sind Sie da. Kommt. Hier! Ihr habt Ihnen wirklich nichts getan. Nein. Sie haben sie gefunden. Den dreien ist nichts passiert. Wo ist der Dolmetscher? Da vorne. Notarzt sagt, dass die Kinder mit der Zeitung davon gekommen sind. Sagen Sie das davor. Die Kollegen sind noch im anderen Stollen. Ich hole sie ab. Kommen Sie, Sie müssen aufstehen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Das ist ja nochmal gut gegangen, was? Vielen Dank, Esma. Zuerst die schlechte Nachricht. Die Gruppe wird gegen 17 Uhr abgeholt. Der Bus ist bereits unterwegs. Und die gute Nachricht? Die Afrikaner werden bei Privatleuten untergebracht. Nach ihrem Auftritt im Fernsehen hat sich sofort eine Gemeinde gemeldet, die seit 10 Jahren gute Erfahrungen damit hat. Alle 37 sind im gleichen Ort. Carla, das ist eine gute Nachricht. Versammeln Sie die Leute in der Kirche. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Wir hätten Sie unterstützen sollen. Wenn Sie einverstanden sind, überlegen wir gemeinsam, wie wir das Problem in Zukunft angehen. Natürlich, gerne. Ich wünschte, ich hätte Ihnen zu einem glücklicheren Start in unserem Land verhelfen können. Carla, die Leute hoffen, dass ihnen mehr Menschen begegnen, die sie so sieht wie sie. Gott segne euch alle. Sag mal, wie viele von uns fährst du im Moment zum Sonntagsgottesdienst nach Senden? Ja, das war's schon. Danke, Rainer. 40 bis 50, Kinder eingeschlossen. Und wenn wir einen Rundbrief schreiben? Der wäre am Wochenende bei allen in der Post. Sicherer wäre, wenn Sie die Leute persönlich einladen. Zusätzlich, meine ich. Und wie soll das gehen? Heute ist im Gasthaus eine Bürgerversammlung. Da gehen alle hin. Heute sicher. Die Gerüchte über die neue Autobahn haben Sie alle aufgeschreckt. Der behauptet, die Trasse ist beschlossene Sache, lügt! Ich kann nur hoffen, dass was wird aus dem Projekt. Klar! Der größte Teil der geplanten Strecke führt an eurem Schieferbruch entlang. Du bist doch der Einzige, der an der Autobahn verdient, und zwar satt. Dass die Autobahn die ganze Gegend abwertet, ist dir scheißegal. Nichts mehr mit Idylle pur, Urlaubsparadies und so weiter. Ich schlage vor, wir unterbrechen erstmal die Sitzung. Und ihr informiert euch erstmal zur Sachlage. Material dazu liegt aus. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Mein Name ist Carla Bergmann. Ich danke Ihnen für Ihren Willkommensgruß. Aber das war doch selbstverständlich. Darf ich etwas sagen? Aber natürlich, das ist doch eine Bürgerversammlung. warten Sie, einen Moment. Einen Moment noch. Ruhe! Ruhe! Ich möchte Ihnen Carla Bergmann vorstellen, unsere neue Pastorin. Mein Amt beginnt zwar erst im Herbst, aber ich stehe Ihnen schon jetzt mit all meiner Kraft zur Verfügung. Das ist ein Fernsehen. Stimmt, ich habe
zusammen mit dem Inder. Ja, ja. Nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst findet im Pfarrhaus ein kleines Fest statt. Sie sind alle herzlichst eingeladen. Nicht nur die Mitglieder meiner Gemeinde. Und bei der Gelegenheit möchte ich Sie auf die Ankunft einer Gruppe von Afrikanern einstimmen, die Ende des Monats das Landschulheim beziehen. Spenden sind uns natürlich willkommen, wie Hausrat, Kinderspielzeug, Babysachen. Ja, ich danke Ihnen, das war's schon. Bis Sonntag. Ist was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Danke. Junge, Junge, du bringst mich noch ins Grab. Du kannst doch nicht zwei Tage spurlos verschwinden. Weißt du, was ich Papa... Recht in der Annahme, dass Rolf Krottenburg das Geld für die Renovierung vorgestreckt hat. Ja, er wollte sich revanchieren. Ich fand, das war eine gute Gelegenheit. Und einen Teil der Summe können Sie als Spende betrachten. Oh, danke. Eine Hand wäscht die andere. Lassen Sie nur, Sully macht das morgen. Alles dann, guten Abend. Ja, ich muss morgen früh in aller Herrgottfrühe zum Flugplatz. Ruhebesuch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach. Sie hören gerne Opernarien. Das heißt eigentlich immer dieselbe. Oh, bin ich zu laut? Dann stelle ich leise. Nein, nein. Ihr könnt noch mal zusammen in die Oper fahren. Nach Dortmund oder nach Frankfurt. Ich mache mich mal schlau, was die so im Repertoire haben, ja? Oh ja, gerne. Danke, Lobo. Heute Abend hast du dich wirklich selbst übertroffen. Sein Essen sollte die Qualität des Bieres nicht erschlagen, sondern seine Qualität erst richtig zur Geltung bringen. Und genau das ist ihm gelungen. Du sprichst so ehrfurchtsvoll von eurem Bier, obwohl du bald gar nichts mehr damit zu tun hast. Jeder Sportler will auch seinen letzten Kampf gewinnen. Ich will, dass die Herren aus China mit dem Gefühl nach Hause fahren, das Beste vom Besten gekauft zu haben. Und danach? Hast du schon konkrete Pläne? Gehe ich zurück nach Paderborn, ans dortige Forschungszentrum. Und du? Hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft? Wir sind berechenbar. Ich habe 15 Jahre lang in exotischen Ländern verbracht und bin Ambitionen hinterhergerannt, die andere mir eingetrichtert haben. Und jetzt freue ich mich auf ein überschaubares Leben mit erreichbaren Zielen. Herr Bechtoldheim? Guten Tag. Sie sind sicher Lisette. Ist Ihr Vater zu Hause? Mein Vater, der schippert gerade durch die Karibik. Und wo Lisette sich zurzeit rumtreibt, das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Katja Bechtolzheim. Mein Mann ist in der Abtei. Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo? Hey, Schatz, endlich. Du, ich vermisse dich schon. Ja, natürlich jetzt schon. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, haben wir. Es ist zwar kein Luxushotel, aber schämen müssen wir uns auch nicht. Wenn wir Sie abholen, dann müssen Sie nicht mitkommen. Das wissen Sie. Das tue ich aber gerne. Mit großer Freude. Ich will wirklich in Ihre Kreise stören, aber das hier ist meine Hausstrecke, Ehrenwort. Wenn ich es ja nicht stört. Das will ich jetzt nicht sagen. Meine Mutter hat mir den Weg hier empfohlen. Die Aussicht sei Seelenbalsam. Und? Ist was Wahres dran. Schön, dass Sie kommen konnten. Die Installateure liegen gleich los. Wem haben wir das denn zu verdanken? Hat mein Anruf im Kirchenamt tatsächlich was bewirkt? Nein, das wüsste ich. Offensichtlich steckt der Professor dahinter. Irgendjemand schuldet ihm noch einen Gefallen.
Dann weiß ich Bescheid. Das sieht so aus, als würden wir rechtzeitig fertig. Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Danke, lieber Gott. Hallo, Markus. Keiner da. Ich will zu dir. Ich möchte dir und deinen Freunden den Schuppen hinterm Pfarrhaus anbieten als Treffpunkt. Neben der Kirche? War nur ein Vorschlag. Markus, soll Rolf Kottenburg mal mit deinem Vater sprechen? Der kann ihm am ehesten klar machen, wie viel du von Autos verstehst. Bloß nicht, das wird alles noch viel schlimmer machen. Für meinen Vater ist es sonnenklar. Ich übernehme die Kneipe und damit basta. Der Küchengestank, der Gestank von kaltem Rauch, vom Bier. Lieber hänge ich mich auf. Aber der Gestank vom Benzin und Schmieröl ist besser, hm? Verarschen kann ich mich alleine. Kasper Sebastian Berner, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Frau Pastorin, darf ich bitten? Oh, na ja, darf ich. Vielen Dank für das schöne Fest. Aber